Überleitung nur zu Klaus Gebhardt nachher. Wir sind also in der etwas paradoxen Situation, dass hier ein Projekt Sport gesetzt wird, von dem eigentlich alle wissen, dass es kein sinnvolles Projekt ist, dass es mit riesen Kostenentwicklungen verbunden ist. Herr Bruge hat ja schon vor Jahren gesagt, wenn man das alles vorher gewusst hätte, was jetzt angetreten ist, hätte man dieses Projekt nie begonnen. Und Herr Hensel, seines Zeichens Aufsichtsratsmitglied der DB von der EVG, also von DB Cargo, der hat ja kürzlich gesagt, dass so ein bisschen bedauernd 2013 hätte man das Projekt noch beenden können. Also Hintergrund dieser Aussagen ist immer, es wird ein Projekt weitergeführt, weil man eben schon so tief drin ist, weil man schon so viel gebaut hat. Ist der Eindruck der Unumkehrbarkeit entstanden und mit dem muss sich natürlich jemand auseinandersetzen, wie wir das Projekt nicht für sinnvoll halten und aus diesem Projekt gerne aussteigen würden. Der Volksmund hat für solche Konstellationen verschiedene Bilder. Ein Bild ist das von dem Holzweg, auf dem man tunlichst nicht weitergehen sollte, sondern umkehren sollte, oder das Bild von dem schlechten Geld, dem man kein gutes Geld hinterherwerfen sollte. Es gibt auch in der Betriebswirtschaftslehre einen Begriff für diese Konstellation, das nennt sich Sunk Cost Fallacy Trap, das heißt so viel wie, es sind im Grunde verlorene Kosten, die man sich eingestehen muss und an denen man sich nicht klammern sollte und noch weitere Kosten produziert, die nachher im Grunde die Sache nur noch teurer machen. Also vor diesem Hintergrund würden wir sagen, uns damit auseinandersetzen, was ist der Grund, warum so an dem Projekt festgehalten wird. Es ist, glaube ich, einerseits die Angst, dass ein Ausstieg einfach in eine unkalkulierbare Situation führen würde. Hier ist allerdings so, wenn man allein die deutsche Geschichte von Großprojekten sich anguckt, dann wäre das nicht das erste Mal, dass ein Großprojekt ähnlicher Dimension wie Stuttgart 21 beendet worden ist. Ich erinnere nur an den schnellen Güter von Kalka, an die Wiederaufbereitungslage in Wackersdorf oder an den Transrapid, um nicht gleich die ganze Atomindustrie, aus der jetzt gerade der Ausstieg stattfindet, zu zitieren. Die ersten drei genannten sind alles Großprojekte in ähnlicher Größenordnung, wo es um Milliarden, 9 bis 10 Milliarden bei dem schnellen Brüter und der Wiederaufbereitungsanlage. Der schnelle Brüter war schon fertig gebaut, ist nie in Betrieb gegangen. Die Wiederaufbereitungsanlage ist beim Stand von 2 Milliarden Kosten abgebrochen worden, vorgesehen waren 10 Milliarden allerdings damals, das war um die 80er Jahre, dann ging es um D-Mark, und wenn man das hochrechnet, wird man sehen, das sind vergleichbare Größenordnungen. In einer Situation sind wir ja auch, also ein Ausstieg würde um die 2 Milliarden kosten, das Projekt liegt bei 10 Milliarden in den aktuellen Kostenschätzungen, das heißt, ein Ausstieg würde erhebliche Mittel freimachen, über die man in einer konstruktiveren Weise verfügen könnte. Auf der anderen Seite ist auch, glaube ich, sehr stark die Diskussion von der Sorge geprägt, was passiert, wenn wir abbrechen, dann stehen wir sozusagen vor dem Nichts, vor einem Riesenbruch, vor Riesenbaustellen und keiner weiß mehr weiter. Mit dieser Frage haben wir uns seit längerem beschäftigt, oder genauer gesagt, eine Arbeitsgruppe des Aktionsbündnisses hat sich seit letzten Sommer schon mit dieser Frage beschäftigt, bestehend aus Ingenieuren, Architekten, Webdesignern, die da an der Arbeit sind und einige Vorschläge machen wollen, die zeigen, dass man auch aus dieser Situation noch gute Auswege finden kann. Unser Anspruch war bei dieser Arbeit natürlich nicht, dass wir sozusagen einen kompletten Gegenentwurf zu den Stuttgart 21 Planungen machen, damit würden wir uns natürlich überfordern, aber unser Anliegen war zu zeigen, es ist möglich, es ist denkbar, sich von diesem Projekt zu verabschieden und es geht dann weiter. Es gibt wirklich attraktive Alternativen. Je mehr wir uns in diese Arbeit hineinbegeben haben, desto mehr haben wir gesehen, was alles möglich wäre. Selbst ausgehend von dem jetzigen Stand des Baufortschritts, wobei mir das Wort Fortschritt schwer über die Lippen kommt, durch Zerstörung könnte man auch sagen, es gibt da Alternativen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit der Arbeit. Wir werden die Ergebnisse vor oder nach der Sommerpause präsentieren, aber wir würden Ihnen gerne heute schon mal einen Eindruck an einem von vier Themenbereichen vorstellen, um deutlich zu machen, was alles da möglich ist. Die vier Themenbereiche, an denen wir arbeiten, sind einerseits der Bahnhof selbst, der hat vor allem Herr Lübers sehr kreative Vorschläge entwickelt. Dann ist es der Schlossgarten, das Bahnhofsumfeld. Dann ist es das C-Areal, der über den hinteren
Nordbahnhof. Und schließlich sind es verschiedene verkehrspolitische Optionen, die man beim Erhalt des Kopfbahnhofs zur Verfügung hätte. Aus diesen vier Themenbereichen würde jetzt Herr Gebhardt einen Einblick geben in die Überlegungen, die wir zur Entwicklung des Bahnhofs als Gebäudes gemacht haben. Ich möchte gerne natürlich zu Ihnen sprechen, muss aber gleichzeitig immer wieder auf die Leinwand schauen, also den ganzen Hals verrenken. Wir haben hier als Basis für unsere autografischen Arbeiten ein Luftbild von der Baustelle Misere in Stuttgart. Genau das Bild stammt vom letzten Herbst, vom Oktober 2015. Unsere Grafiker und Computer 3D-Leute können natürlich nicht im Fortschritt, im kleinen und langsamen Fortschritt der Baustelle permanent die Bilder austauschen. Das geht nicht, also wir müssen uns auf ein Bild eben konzentrieren. Dieses Bild hier ist unsere grafische Grundlage. Das ist auch die Stelle, wo sich in Stuttgart bei allen passanten Fahrgästen der Bahn und natürlich auch bei den 100.000 Autofahrern, die hier permanent vorbeifahren, der Eindruck ständig erhärtet und verdichtet. Das Projekt ist sehr weit fortgeschritten und ist eigentlich unumkehrbar. Wenn man diese Baustellen ein bisschen alles sieht, könnte man wirklich so denken. De facto reduziert sich allerdings die Problematik, sobald man weiß, und das wissen halt die Leute normalerweise eben nicht, wie die Baustellenzusammenhänge sind. Hier unten im südlichen Bereich unter B14 ist alles Baustelle der SSB, die ja die Haltestelle Staatsgalerie umbauen muss, die erst vor kurzem jetzt begonnen hat, die Linien zu kappen, Sie haben es mitbekommen, sprich 3,5 Jahre Bauzeit mit Linienunterbrechungen sind hier noch eingeplant, hier ist noch fast nichts geschehen, was die Haltestelle selber das angeht. Der Nesenbachlücke in diesem Bereich kommt auch sehr schlecht voran, vermutlich auch jetzt wegen dem Starkregen. Und dann kommen schon die großen Bauproben hier, um die es jetzt gehen soll. Wir gehen mal ein bisschen näher ran, damit Sie das unsere Überlegungen besser verfolgen können. Wir haben zwei große tiefe Bauproben. Die Bauprobe hier im Bahnhofsbereich, man sieht hier noch zwei Etagen sozusagen, reicht so tief hinunter, dass wir eigentlich, wenn wir diese Grube jetzt umnutzen wollten, zwei Etagen unterbringen könnten. Ich habe hier mal mit dieser Grafik hier eingezeichnet, im Tiefgeschoss unten, könnte man also eine Tiefgarage einrichten für Kurzzeitparker. Denkbar wäre natürlich auch Park and Ride, aber wir wollen natürlich auf der anderen Seite nicht zusätzlichen Personen-Pkw-Verkehr in die Stadt locken, aber die Leute, die zum Bahnhof gebracht werden, die Koffer und so weiter, könnten also hier vorfahren. Es wäre hier die Möglichkeit, wenn wir einen Ortstermin auch überprüft, eine unterirdische Zufahrt von der Schillerstraße aus zu machen. Und die Ausfahrt, leider nicht mehr auf dem Bild drauf, könnte man über die schon vorhandene Garagenwände von der Schlossgarten Tiefgarage machen. Auf die Art und Weise hätte man also eine elegante Zuführung hier zu dieser Parksituation. Die tiefe Lage ist dadurch bedingt, wir wollen hier oben ja dann später den Südflügel wieder aufbauen und Parkterrassen hier anlegen. Also die Lage zum Park war ja fantastisch schön und deswegen können wir natürlich nicht mit dem Autoverkehr über die Parkterrasse drüber fahren. Deswegen hier an einer Stelle mal tiefer bleiben. Ja. Eine Etage drüber, das wäre dann die Ebene des ehemaligen Parks, könnte man dann, bietet sich förmlich an, eine Neuauflage des ZOB, der dann seinen Namen wieder verdient, zentraler Omnibusbahnhof, der also nicht mehr wie jetzt gerade in der Peripherie liegt, sondern direkt unter den Gleisen einrichten. Das wäre der ideale Ort, selbstverständlich, mit einer Treppe, einem Aufzug, Etage, die Verbindung zwischen den Gleisen und dem Busbahnsteig herzustellen. Wir hätten sehr viel Platz dort, wir könnten also bis zu 20 Busbahnsteige dort allein in der Breite anlegen und Sie müssen immer bedenken, auch was den Parkverkehr angeht, die Parkgarage, theoretisch könnten wir die natürlich auch noch unter dem Bereich, der jetzt noch nicht ausgebuddelt ist, auch noch ausdehnen, wenn die Nachfrage da entsprechend sein sollte. Auch vorgesehen haben wir hier in nächster Nähe zum Bahnhofsbau eine große Fläche für Fahrradabstellplätze und auch Fahrradverleih, Vermietung, Elektrobikes. Ich habe vorher bei der Tiefgarage auch vergessen, natürlich Carsharing und Mietautos und alle möglichen Stationen sind dort unterzubringen. Also wir könnten wirklich den Bahnhof aufrüsten zu einem echten neudeutschen Mobility Hub, der alle Verkehrsträger an einem Ort nur über zwei Etagen verteilt miteinander verbindet.
Ich habe hier schon mal den Grundriss eingezeichnet vom Südflügel. Den wollen wir in den Proportionen wieder so aufbauen, wie er war, aber natürlich nicht im gleichen identischen Erscheinungsbild wie damals. Das wäre zu konservativ vermutlich. Bevor wir jetzt den Südflügel aufbauen, schließen wir mal kurz eben die tiefe Grube hier im Schlossgarten. Das ist der erste Reflex natürlich, um schnell auch wieder eine Naherholungsfläche in der Innenstadt zu schaffen, diese Grube zu verfüllen. Das kann innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten eigentlich geschehen. Man muss vorher halt die Förderbänder und die GWM-Anlage, also Grundwassermanagement-Anlage, abbauen. So, inzwischen hat ein Architektenwettbewerb stattgefunden, virtuell jetzt natürlich. Ja, und hier steht jetzt unser neu aufgebauter Südflügel, wieder mit diesen markanten Vorsprüngen, die es früher schon gab. Natürlich neu gebaut und mit modernsten Techniken auch in der Innenraumgestaltung. Und dazwischen dann so Glasbauten, die diese drei Risaliten, ist die Fachsprache, miteinander verbinden. Hier vorne gäbe es dann ebenerdig den Zugang zu diesen Fahrradflächen und dem Omnibusbahnhof. Für Leute, die aus der Innenstadt über die Königstraße kommen, die sollen dann durch die große Schalthalle ebenfalls ebenerdig unten durch den Kopfbahnhofbau durchlaufen können. Herr Düppers ist gerade dabei, hier eine Möglichkeit zu sondieren, wie die große Treppe in der großen Schalterhalle da verkürzt werden kann, gleichzeitig auch noch ein Aufzug eingebaut werden kann und eben hier diesen Durchlass zu schaffen für Fußgänger ebenerdig, entweder hier von der Parkseite oder von der Stadtseite in diese zentrale Fläche zu kommen. Dann haben wir drüben den Nordflügel natürlich wieder aufgebaut, ähnlich in den Südflügeln, nicht völlig identisch, aber in den Proportionen sehr wohl. Und jetzt eben die Gleisebene, eine Etage über dem ZOB, so wie es bis dann halt war, mit einem sehr, sehr breiten Querbahnsteig, der war früher nur etwa halb so groß wie hier auf dem Bild. Der ist hier mit über 20 Metern jetzt mal vorgesehen. Dadurch eröffnen sich viele Möglichkeiten, nämlich wir wollen hier an dieser Stelle dann Aufzüge und auch Deckendurchbrüche schaffen, um Tageslicht, soll ja nachher eine Glashaube über das alles drüber kommen, um Tageslicht dann auch in die ZOB und Fahrradetage runterlassen zu können. Hier in dem Bereich, also wie gesagt, kommen dann die Aufzüge hin und die haben jetzt noch nicht eingezeichnet, weil wir dann noch am Tüfteln sind, wo die am besten stehen und wo wir auch die Behindertenrampe unterbringen können. Das bitte ich also nachzusehen. Was man jetzt in dem Licht hier, weil es so hell ist, schlecht sieht, wir wollen auch das Bahnhofsdach, also von der großen Kopfbahnsteighalle, sozusagen öffnen. Wir haben also oben große Glaslichter, Dachlichter eingebaut, um diese Halle mit Tageslicht zu versorgen. Deswegen leuchtet die hier auch so schön fröhlich durch die großen Bogen. Ja, dann kommt jetzt, glaube ich, schon unser neues Glasdach. Hier machen wir mal aufmerksam auf diese 8 großen Rundbögen. Das ist ja ein typisches Erscheinungsbild von diesem vom Bonatz gebauten Stuttgarter Kopfbahnhof. Das soll natürlich erhalten bleiben und vielleicht sogar betont werden. Und deswegen hat Herr Düppers zusammen mit seiner Architekten- und Städteplanergruppe vorgeschlagen, in Zukunft nicht ein großes Dach, wie wir es auch schon mal visualisiert hatten, sondern 4 Glastonnen hier drüber zu wölben. Also eine Glastonne würde jeweils 2 von diesen Bögen überspannen. Die werden hier, das ist eine Fachsprache, abgewalmt zum Hauptbau hin. Es muss ja einerseits auch der Regenwasser abfließen können und es würde einfach aus der Binnenperspektive von dem Bahnsteig aus gesehen, sieht man dadurch wunderbar dann auch den Hauptbau. Man sieht dann eben diese prominenten architektonischen, bisherigen formgebenden Elemente. Und Sie wundern sich vielleicht, dass wir hier so ein halbfertiges Dach hier eingezeichnet haben. Das hat einen simplen Grund. Wir wollen damit darauf hinweisen, in diesem Bereich ist ja jetzt der große Trog, das große Nichts, sozusagen das große Vakuum. Und das ist natürlich ideal eigentlich, um jetzt hier so ein Glasgewölbe hier aus 4 Tonnen aufzubauen. Das wäre also jetzt ein idealer Zeitpunkt, solange hier die Gleise noch nicht liegen, diese Tragkonstruktionen hier aufzubauen. Und dann muss es einzeltonnenweise vorwärts gehen, um den Bahnbetrieb nicht zu sehr einzuschränken. Und deswegen bauen wir dann also so nach und nach dann die Bahnsteigdächer röhrenweise weiter auf. Im Bild hier ist es ein bisschen verkürzt. Die müssten eigentlich weiter noch nach rechts rausgehen, weil die längsten Züge, die die DB fährt, die Doppel-ICs nach München
oder Frankfurt sind 400 Meter lang. Wir haben die hier jetzt einfach mal abstrakt gekürzt, damit es aufs Bild noch drauf passt, damit Sie das Ende noch sehen können, wie hier so eine Abschrägung enden soll. Dann haben wir hier, das sieht man jetzt halt alles bei den hellen Licht sehr schlecht, hier den Arnold-Klett-Platz, verkehrsberuhigt. Das ist ohnehin vorgesehen, auch bei Stuttgart 21. Unseren Verkehr, Individualverkehr, wie gesagt, den können wir eben in die Tiefgarage lenken. ZOB, oh, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, aber man sieht es hier noch. Die Zufahrt zu dem Omnibus-Bahnhof soll über die Wolfram- und Cannstatter Straße stattfinden. Das sind ja Fernbusse, das sind keine Linienbusse, die dorthin fahren. Und die würden dann praktisch hinter dem Südflügel auf der Ebene 0, also der Parkebene, in den ZOB-Bereich einfahren können. Die Autos, die Privatautos, eine Etage tiefer von der Schillerstraße aus. Okay, also verkehrsberuhigter Arnold-Klett-Platz und dann natürlich oben am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz eine neue Vorfahrsituation. Das war ja immer der bequemste Einstieg in unseren Bahnhof, weil es dort völlig ebenherrig in die Kopfbahnsteighalle geht. Natürlich mit entsprechender Begrünung, Taxiständen und so weiter, also auch das wiederherstellen. Jetzt haben wir den Schlossgarten vorhin sehr schnell zugeschüttet. Ich mache die Bauprobe nochmal auf. Der erste Reflex, wie gesagt, ist einfach verfüllen. Aber wenn man dann ein bisschen näher nachdenkt, wäre es eigentlich fast schade, wenn man diese Grube, immerhin 9 Meter, an der Stelle sogar schon 10 Meter tief ist, einfach zuschütten würde und nicht nutzen würde. Ich habe vorhin gesagt, unser Bildmaterial ist vom Herbst letzten Jahres. Seither ist jetzt hier die Bodenplatte dazugekommen, eine abgespeckte Bodenplatte, die erste Magerbetonschicht, die sehr dünn ist. Insgesamt sollen dort 2,5 Meter Beton aufgegossen werden, da sind die noch weit entfernt und noch nicht mal die Genehmigung dafür. Aber diese Magerbetonplatte, die könnten wir für unsere Zwecke durchaus benutzen. Wir wollen da keinen Zugverkehr drüber schicken, sondern man könnte sich vorstellen, das sind ja immerhin 80 Meter in der Breite, also eine ordentliche Breite, hier gewisse Räumlichkeiten unter dem Schlossgartenboden einzurichten. Und jetzt sehen Sie schon, was wir hier vorschlagen. Eine Art Amphitheater-Arena in Analogie zu dem verschwundenen Landespavillon, den Sie noch alle kennen. Der war immer ein bisschen arg klein und ein bisschen schwäbisch-geizig sparsam gebaut, aber von der Idee her war er super. Der fand sehr großen Anklang. An Wochenenden war eigentlich immer irgendwas geboten, kostenlose Kultur, und das könnte man also hier wiederholen. Größer dann dieses Mal, wir haben Platz und wir könnten gleichzeitig, weil die Grube sehr groß ist hier unten, dann auch noch weitere Ausstellungsräume unterbringen. Und da gibt es eine Idee, ich will sie nur ganz kurz mit einem Satz erwähnen, es gibt eine fantastische Modellbahnanlage, die ein Weltwunder ist, hier in Stuttgart, die in der Stuttgarter Schwabstraße ein kümmerliches Schattendasein fristet, weil dort kein Mensch eigentlich hinein darf, schon aus feuerpolizeilichen Gründen. Und diese Anlage bräuchte dringend einen neuen Standort, das wäre hier denkbar. Es ist nur eine von vielen Ideen, die man hier unten unterbringen könnte. Diese Modellbahnanlage, wie gesagt, ein Weltwunder, wäre ein Analogon zu der Hamburger Modellbahn-Wunderanlage, die könnte durchaus ein Touristenmagnet auch werden. Ja, dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Luftbild aus weiterer Distanz, so sah dann die Gesamtsituation aus. Bahnhof wiederhergestellt mit ZOB, Parkmöglichkeiten, Fahrfeldern und. Leistungsfähigkeit, denke ich, steht außer Zweifel von unserem Bahnhof. Und die Parksituation nochmal, wir haben hier vorne an der B14 entlang, die ja der Hauptverkehrsträger ist in Stuttgart, eine massive doppelte Baumreihe angeordnet, vorschlagsweise, sind alles Vorschläge nur, um eben die Parkbenutzer, Parkbesucher abzuschirmen vom, so gut es eben geht, mit natürlichen Mitteln vom Verkehrslärm, ein Stück weit auch vom Feinstaub. Und wir haben das Parkwegenetz auch ein bisschen, soweit es möglich war, getrennt zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Da gibt es ja auch Dauerkonflikte. Und hier ist schon so ein Fahrradweg später mal angedacht, hinter beim Innenministerium. Den könnte man also verlängern hier. Dann kommt der Ferdinand-Leitner-Steg, das wird natürlich weiterhin eine Mischverkehrsstelle bleiben. Ja, wir wollen auch die Fahrradfahrer natürlich benutzen, aber man könnte also hier praktisch eine Fahrradachse auch installieren. Biergarten bleibt natürlich, kann natürlich von uns aus gerne auch noch ein bisschen ausbreiten, der ist an Wochenenden auch stets überfüllt gewesen. Wir haben hier noch einen Ausgang aus der Klettpassage. Wir gehen davon aus, dass die Mehrzahl der Besucher aus der Innenstadt zukünftig
die Schillerstraße, die verkehrsberuhigt ist, oberirdisch queren werden. Das tun jetzt schon viele an der neuen Ampelanlage, die dort geschaffen wurde, und nur noch vergleichsweise wenige Leute aus der Klettpassage in Prag kommen. Zumal auch hier wieder die Staatsgalerie-Haltestelle, die alte, natürlich auch modernisiert und saniert, beibehalten wollen. Also wir würden, wenn wir uns durchsetzen könnten, die Bauarbeiten der SSB sofort stoppen und die alte Haltestelle wieder herrichten. Und dann gibt es also mehr mögliche Zugangsmöglichkeiten zum Park mit ÖPNV. Die Busse halten ohnehin hier oben. Hier oben soll eine zentrale Linienbus-Verkehrsinsel entstehen auf dem Arnulf-Klettplatz. Taxen dürfen noch vorfahren, PKWs nicht. Ja, nochmal ganz kurz der Überblick hier, die Baustelle. Und als Kontrastmittel dieses Bild. Ich habe alle Bilder übrigens, die Sie jetzt hier gesehen haben, ins Netz hochgeladen. Es gibt einen Link dazu, der kann nicht angefordert werden, wenn Sie runterladen. Es sind auch zwei Dateien da von diesem Bild und von der Baustelle in groß, also auch für Druckzwecke geeignet. Und das wäre jetzt hier unser Finale oben bleiben. Wählen sich die nächsten Fragen zunächst richten, weil ich Klaus Gebhardt, aber es ist im Grunde alles, was hier angesprochen wurde, jetzt zum Nachfragen ihrerseits. Können Sie noch mal sagen, was das Ganze hier ist, was Sie dazu sagen? Ihre Vision, haben Sie diese Vision eigentlich schon mal irgendwelchen Bahnverantwortlichen vorgelegt und wie war die Reaktion? Also Bahnverantwortlichen nicht. Wir haben ja gerade jetzt eben das Gesprächsangebot erst unterbreitet. Wir hoffen natürlich, dass da was zustande kommt. Wir haben in der Filterschutzgemeinschaft, die auch zum Aktionsbündnis gehört, den Frank Distel, der war früher Baubürgermeister in Backnang. Der hat von uns wohl den profundesten Einblick in Kostenfaktoren beim Bau von neuen Straßen- und Verkehrsprojekten. Und der hat einiges schon mal durchgerechnet. Ich habe jetzt hier nur ausschließlich über das Bahnhofsareal im Park gesprochen. Wir haben ja sehr viel mehr vor und auch sehr viel mehr schon erarbeitet. Ich könnte Sie jetzt hier 2 Stunden lang unterhalten und aufzeigen, was wir an Ideen haben. Und entsprechend ist es sehr schwer jetzt, das aufzudröseln, was kostet. Generell kann man, ich kann leider nur eine generelle Antwort geben. Generell ist natürlich eine Sanierung von bestehender Infrastruktur immer wesentlich. Nicht immer, beim Ausbau vielleicht nicht. Also mancher Althäuslerbesitzer weiß schon auch, dass es anders ausgehen kann. Aber in diesem Fall mit so einem riesigen Tunnelmonstrum wie Stuttgart 21 ist der Erhalt und Sanierung der alten Infrastruktur um Faktoren günstiger. So eine Glashaube ist in Anführungszeichen von der Stange zu kaufen. Ja, das ist jetzt keine neue Weltneuheitserfindung. Ja, es gibt viele Kopfbahnhöfe, auch in Deutschland, die solche Glashallen haben. Also wir müssen hier nichts neu erfinden, keine Kelchstützen mit neuester und kompliziertester Technik. Den Park wieder herzurichten, ja, also dieser Landespavillon, der wird sicher nicht 8-stellige Summen verschlingen. Kann ich noch ergänzen, oder um ein Missverständnis vorzubeugen, was wir hier versuchen, ist nicht ein kompletter Gegenentwurf, deswegen können wir nicht die Frage beantworten, wie viel wird das kosten. Und zweitens ist auch das, was wir hier vorstellen, jetzt nicht in Stein gegossen. Das ist praktisch sind Ideen, die wir anbieten. Am Ende würde die Bürgerschaft in Wettbewerben zu entscheiden sein, ob das gut ist oder ob es noch andere oder bessere Dinge gibt. Also über Kostenfrage kann man im Grunde erst, wenn man ein Gesamtbild eines Umstiegs hätte, reden. Allerdings ist klar, dass bei einem Umstieg ein erheblicher finanzieller Spielraum besteht. Der Viereck hat ja ausgerechnet, Projekt 10 Milliarden, Ausstiegskosten 2 Milliarden, da liegen 8 Milliarden dazwischen. Das hieße aber bei 2 Milliarden sozusagen zurück auf Null bauen. Dann kommen natürlich noch die ganzen Entwicklungen und Planungen, die dann nötig werden. Aber da ist eben Spielraum von 2 bis 10 Milliarden, den man nutzen kann. Und auch die 2 Milliarden sind nicht alle umsonst geworden. Das haben wir ja darstellen können, dass viele Dinge, die da gemacht worden sind, von Technikgebäuden haben wir noch gar nicht geredet, das sind viele Dinge, oder, die man auch im Umstiegskonzept nutzen kann. Was immer man da baut, das wird finanziell erheblich günstiger sein, als das, was bei Tour 21 passieren würde. Okay.
Und wenn Sie zum Beispiel Gebäude wieder aufbauen, dann ist es eigentlich gar nicht auf der verkehrlichen Seite als Kosten zu berücksichtigen, weil das ja dann ein Immobilienprojekt ist. Sie verkaufen ja die Flächen, Sie vermieten ja dann die Flächen. Also zum Beispiel der Wiederaufbau des Südflügels ist nicht eine klassische verkehrliche Kostenmaßnahme. Und es kommt noch hinzu, die Bahn stellt ja jedes Jahr für ihre Bahnhöfe auch gewisse Renovierungs- und Unterhaltssummen zurück. Da ist ein erheblicher Betrag aufgelaufen in den letzten Jahren, wo die Bahn hier in Stuttgart nichts mehr gemacht hat, weil sie ja erwartet hat, dass sie den Bahnhof umbauen wird zu einer unterirdischen Station. Das heißt, diese Summe könnte man eigentlich mit gutem Recht auch in Anschlag bringen für die Renovierungskosten.